Willkommen zu einer weiteren Folge Sunnyside. Es regnet. Ist gut. Da muss ich nicht gießen, sparen wir viel Zeit. Ich habe so ein paar Sachen vor. Zuerst mal möchte ich mir gerne einen Hund holen. Also nicht als allererstes, aber einen Hund. Ja, holen wir uns auf jeden Fall. Dann muss ich ja noch die Flasche Wein verschicken an Melody. Ja, es gab auch ein Update. Es gab ein Update, das Update 6, Patch 6. Ja, ein paar Sachen wurden verändert, ein paar Bugfixes, aber ich will mich mit sowas ehrlich gesagt nicht beschäftigen. Also wer das sich angucken will, schaut einfach bei Steam nach, da steht es drin, was geändert wurde. Das will ich hier nicht einmal durchkauen, ist nicht in meinem Sinne. Auf jeden Fall, es geht voran, es wird dran gearbeitet, das ist immer schön zu wissen. Gut, ja, was machen wir noch? Müssen mal gucken. Achso, die Stahlgitter. Ich brauche hier unbedingt Stahlgitter, damit ich die Hühnerstämme fertig kriege, damit ich Hühner bekomme. So, haben wir hier noch was zu ernten? Ja, ich glaube, es müsste ziemlich viel zu ernten sein. Was natürlich auch gut ist. Und ich muss auch mal zu Melody mir eine neue Frisur verpassen. Das ist ja grauenhaft. Grauenhaft ist das. Ach, was man auch ändern kann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier geht. Man kann die Tageslänge verstellen. Tagesdauer. Okay, das ging aber schon. Nee, dann konnte das. Ja, du kannst einen Tag jetzt auf 60 stellen. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt übernimmt. Das heißt, ein Tag wäre jetzt 60 Minuten lang. Das heißt, läuft die Zeit jetzt langsamer? Müssen wir mal gucken. 57. 58. 59. 8 Uhr. Ich will mal gucken. Das muss ich mir mal kurz. Wenn ich jetzt ganz runterstelle, 10 Minuten war der Tag nur. 1, 2, 3. Oh Gott, ja. Oh Gott. Gottes Willen. Nee, komm, wir machen mal 60. Wir machen mal 60. Mal gucken, dann schaffen wir mehr. Natürlich werden die Tage auch recht lang. Vielleicht groove ich mich da auch irgendwie ein und finde irgendeine Einstellung, wo ich sage, jo, das ist meine. Oh, da fällt mir ein, heute ist ja auch der Erste. Heute ist ja der Erste. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Eine neue Jahreszeit. Wunderbar. Das ist ja richtig gut. Fällt mir gerade mal so by the way ein. Dann werde ich gleich erstmal Futternapf, Wassernapf, was haben wir noch? Na, das Körbchen. Das werden wir gleich mal platzieren. Hundefutter habe ich auch geholt. Und ich werde das einfach da reinpacken. Da, wo ich dann auch wohne. Da habe ich mein Hündchen damit drin. Ich hoffe, das funktioniert auch. Dass du das machen kannst. Nicht, dass das irgendwie spieletechnisch schwierig wird. So, meine Drohne müsste ich dafür wohl aufrufen. Geht das eigentlich in eine Bude? Ja, okay. Und dann wollen wir etwas hinsetzen. Wir wollen gern. Ja, Tiere nicht, aber Fläser. Ja, warte mal hier. Ein Hundebett. Oh. Ein Hundebett, ja. Wo kommt denn Hundi hin? Hundi kommt hier vorne hin. Ja, gleich eine Tür. Wow, wie sieht denn das hinten aus? Nee, ist doof. Nee, komm. Wir packen Hundi mal in die Ecke. Man ändern kann ich es ja immer noch. Wie ungeschützt? Kein Tier zugewiesen. Wie das ist ungeschützt? Willst du mich veräppeln? Moment mal. Wieso ungeschützt? Okay, muss das Ding zufällig irgendwo anders drin sein? Gibt es eine extra Hundehütte? Okay, na gut. Dann machen wir einen Fressnapf mal hier hin. Und Wassernapf. Muss ich da nicht Wasser reinfüllen? Ich meine, theoretisch klar, natürlich muss es aber. Dann machen wir so ein bisschen auseinander. Ich weiß gar nicht, wie das bei Hunden ist. Ich glaube, denen ist das total Wumpe. Bei Katzen ist das schlecht, Wasser und Fressnapf zusammen zu machen. Da können die überhaupt nicht drauf. Hundewassernapf, ja. Dafür brauche ich Wasser. Oh nee, jetzt sag nicht, hier muss hier mit dem Gartenschlauch kommen. Dafür brauche ich Hundefutter, aber das habe ich dabei. Ja, ein bisschen zumindest, ne? 17 Mal. 3. Ach so, ist voll. Okay. Ja, da brauchen wir Wasser. Ich komme mit dem Schlauch hier gar nicht runter. Wie mache ich denn das jetzt? Gibt's eine Gießkanne? Gab's einen Eimer? Was habe ich eigentlich für Sachen? Ich habe einen Eimer. Aluminium-Eimer. Ja, komm, dann machen wir den nochmal voll. Da muss auch gehen. Ich könnte ja doch einfach jetzt hier den Regen halten. Ist ja voll. Ja, sonst wäre das doof. Dann müsste ich es ja hier oben platzieren. Oder ich müsste unten damit die Pumpe hinpacken. Ja, Wasserpumpen bringen ja nichts. Ich will den Eimer befüllen. Collect Water, ja.
Aha, sehr gut, das geht. Schön. Ist da Wasser drin? Nein. Wir tun halt so, als hätten wir da Wasser reingefüllt. Ungeschützt. Das finde ich ein bisschen. Das wird bestimmt Probleme geben. Dafür brauche ich Wasser. Ihr habt doch Wasser. Habt doch Wasser geschöpft. Wo habe ich denn? Warte mal. Vier. Ah, jetzt. Ah. Voll. Jetzt auf einmal voll. Gut. Dann lass uns doch mal ein Hundi kaufen. Ab nach Higashi. Ab nach. Ja, Higashi, ne? Nee. Ach, Sunny. Nee, Higashi heißt doch. Ja, wollte gerade sagen. Und dann würde ich ganz gerne. Was ist das? Kleidung? Nö. Ja, bleib doch mal da. Bleib doch mal da. Wir wollen gerne ein Tier kaufen. Film? Filmpressionen? Nein. Outlet? Nein. Tierrettung Higashi. Ach so, so komme ich da gar nicht hin. Wenn ich jetzt eine Verabredung mache, dann bin ich doch da, oder? Ja, auf jeden Fall. Warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich werde mir auf mein Fahrrad schwingen, ich werde die Post abschicken. Jetzt werde ich auch erstmal was essen. So. Ja, so, Drive-by. Ist immer gut. Ist gut, wenn man so, während man in Bewegung ist, noch was reinstopfen. Man soll das ja eigentlich in Ruhe machen, ne? Aber keine Zeit. Keine Zeit. So, wo ist mein Fahrrad? Da. Da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nie Post verschickt. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ja, jetzt aber der Tag echt lang, ne? Ach, das ist nur gerade mal 9 Uhr. Ja, vielleicht mache ich ein bisschen weniger. Muss ich mal gucken. Irgendwie so, dass wir vielleicht in einer Folge einmal einen Tag erleben, oder? Weiß ich nicht. Das wäre ein bisschen wenig. Ach, ich weiß es nicht. So, komm. Post verschicken. Guten Tag. Post am Sunnyside. Der Laden. Was? Ihr steht doch hier rum. Ihr seid doch da. Ich sehe euch doch. Was macht denn der auf? Macht er überhaupt heute auf? Ist ja nicht Montag, ist es zu hier. Von 9 bis 17 Uhr. Es ist 9 Uhr. Von 9 bis 17 Uhr. Heute ist Montag, der erste. Montag. 9 bis 17 Uhr. Muss jetzt auf sein, oder? Wetten, das gibt irgendwie Probleme, dadurch, dass ich die Zeit verstelle. Wetten, wetten. Komm, wir machen mal ein bisschen schneller. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ach, Leute. Ich glaube, 30 war Standard, ne? Dann machen wir 30 Minuten. Ja, ist die Frage, aber wann komme ich denn hier wieder? Komm, ich gehe jetzt erstmal nach Dings. Ich. Nee, warte mal. Hier. Verabredung. Mit. Wer hätte da mal Zeit? Ach komm, wir beide. Nach einem Treffen fragen. Ja, wohin geht's? Select, genau, das machen wir mal. Dann gehen wir nach Higashi. Und dann gehen wir in die Tierhandlung und machen Treffpunkt bestätigen. Bis gleich. Ja, los geht's. Ehrenamtlich arbeiten? Oder einfach nur ein bisschen Tiere streicheln? Muss ich mal gucken. Hey, hallo. Hey, Cat. Ich freue mich so. Das ist schön. Was willst du machen? Mit den Tieren spielen. Wir spielen einfach ein bisschen mit den Tieren. Ah, eine kleine Katze. Sehr schön. Meine Hose ist kaputt. Was ist denn da los? Ich brauche. Gott, die Hose ist zerrissen. Was stimmt denn da nicht? Was ist das für eine Qualität? Das kann ja wohl nicht angehen. Jo, sie sitzt da nur und guckt. Das hat echt Spaß gemacht. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Jo, gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich sollte. Ich frage mal, ob sie was braucht. Oh nein. Das tut mir echt leid. Hä? Ich frage, ob sie was braucht. Oh nein, das tut mir echt leid. Okay, alles klar. So, jetzt wollen wir noch mal ein Hundi holen. Wir brauchen einen Hund, damit unsere Tiere dann nicht abhauen. Dog spotted. Ganz weiß. Hä? Moment, das sind ja dieselben. Cupcake, oh, süß. Goose. Das ist Goose. Mia. Winnie. Hitoshi. Und das sind Katzen. Okay. Cupcake finde ich sehr gut, aber da kriege ich immer. Oh, ist ruhig. Ah, die haben sogar verschiedene Temperamente.
Anxious? Ich weiß nicht, was anxious ist. Ich müsste jetzt googeln. Aber wahrscheinlich das Gegenteil von calm. Es gibt nur diese zwei. Ja, dann nehme ich lieber. Ich hätte sonst die eine genommen, aber ich weiß nicht, was da ich nicht weiß, was es ist. Dann nehmen wir Cupcake. Komm. Achso, wir können einen neuen Namen auswürfeln. Nee. Den adoptieren wir. Aber sowas von. Und? Achso, die muss ich jetzt hinsetzen. Wo ist mein Haus? Das ist da unten. Warte mal, so. Select a sleeping spot. Ah, okay. Oh Gott. Ja, hier oder was? Ist zwar ungeschützt. Ich verstehe das mit dem ungeschützt nicht. Confirm purchase. Jawohl. Und jetzt werde ich einfach eine Verabredung zu Hause klar machen. Und achso, jetzt muss ich wieder hier rüber machen. So machen wir das hier. Genau. Mit wem treffe ich mich mal? Mit China? Ja. Nach einem Treffen fragen. Was denn zum Beispiel? Sunnyside schon. Damit ich wieder zurückkomme. Was machen wir mal Schönes? Angeln wohl nicht. Was ist das denn hier? Anwesen? Ne, da können wir uns ja schlecht treffen. Bei Köder und Aufstattung? Nein. Bei Mechaniker. Schön ein bisschen Autos reparieren. Das mögen die Frauen. Umi-Park, da kannst du viel machen, ne? Gemeinsam zeichnen. Und das vielleicht kannst du in der Treffung bestätigen. Mal gucken. Umi-Park? Dann treffen wir uns da, auf jeden Fall. Und schon bin ich da. Naja, fast. Jetzt? Ja. Ja, okay. Hallo. Hi, China. Also, was sollen wir machen? Wir sollten... Achso, wir können es nur abhängen. Ich glaube, das kommt darauf an, welche Person du da bist, ne? Kann das sein? Das ist richtig gut. Sie hat den Schirm, ich nicht. Sag mal, Spot, kannst du den Schirm über mich irgendwie spannen oder keine Ahnung? Du bist also Landwirt, Captain? Ja. Sehr gut. Das Naga bemüht sich stets darum, auf regionale Erzeugnisse zurückzugreifen. Oh, was brauchst du denn? Alles, was du hast. Ich passe mich lieber an die Region an, als umgekehrt. Jedes Restaurant, Café und jeder Imbiss von Qualität sollten den Wert regionaler Erzeugnisse zu schätzen wissen. Gabe hat mir erzählt, dass er dir auch Tiere verkaufen wollte. Ja, ich bin noch nicht so weit. Hast du vor, welche zu züchten, um Fleisch zu produzieren? Nein. Das missfällt dir, ja? Kein Problem. Nicht jeder ist dafür gemacht. Warum werde ich da bitte nicht gefragt? Aber wir würden sicher gerne Milch von dir kaufen. Da kriegen wir hin. Diese Interaktion ist plötzlich von finanzieller Natur. Ist doch nichts dabei, Geschäft und Vergnügen miteinander zu verbinden. Ich wusste auch gar nicht, dass du sprechen kannst. Was machst du denn sonst noch so? Was ich mache? Ich beobachte die meiste Zeit, aber tue, was ich will. Also dienst du keinem bestimmten Zweck. Sparky ist wie der andere auch. Ich diene keinem Zweck. Ich existiere nur. Hä? Warum sage ich das jetzt? Sparky ist wie jeder andere auch. Das passt. Ich diene keinem Zweck. Ich existiere nur. Hä? Okay. Wir alle dienen einem Zweck, oder etwa nicht? Ich bin Köchin, du bist Landwirt. Und Sparky ist ein Beobachter, oder etwa nicht? Das bin ich wohl. Ich verstehe zwar nicht, warum du beobachtest, aber jeder so, wie er will. Ja, finde ich auch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß das zu schätzen. Mit einer Freundin wie dir verbringe ich immer gerne Zeit. Mit einer Freundin. Brauchst du irgendwas? Ich brauche nichts, danke. Okay, das ist am besten. Wenn die Leute nichts brauchen... Ja, jetzt hänge ich hier rum. Toll. Fahrrad. Fahrrad, bitte. Einmal das Fahrrad. Das rufen... Nee, warte mal, ich kann ja... Muss ich auch gar nicht machen. Obwohl... Ja, komm, nee, warte mal. Ich muss... Also, das ist wirklich gut, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe, ne? Weil, sonst hätten die Läden garantiert... Also, jetzt, wenn ich normal gespielt hätte, hätten die Läden schon alle zu. Alles wäre schon vorbei. Vielleicht ist halbe Stunde eine echt gute Zeit. Stunde ist, glaube ich, ein bisschen lang. So, dann fahren wir einmal zum... zum Schmied. Weil ich brauche noch diese Stahlgitter. Muss mal gucken, wie viel Kohle braucht der. Und dann muss ich die Kohle kaufen. Das war Melody, oder? Ich glaube nicht ganz. Und zum Postamt muss ich auch noch. Na komm, ich fahre. Fahre ich erst zum Postamt? Ne, der Schmied ist ja gleich hier. Dann schauen wir erstmal danach, was wir brauchen.
Wer denn hat heute zu? Ich habe nicht nachgeguckt. Hallo Schmied. Er ist auf jeden Fall da. Ja, Gegenstände und Dienstleistungen kaufen. Fertig, hasse die Dinger leider nicht. Ja, ist ein bisschen doof. Gut, Stahlgitter hätte ich gerne. Dafür brauchst du Holzkohle. Zwei Holzkohle brauchst du dafür. Ja, er braucht zwei Holzkohle. Pro Stück. Achso, warte mal, du hast aber nicht Holzkohle, ne? Nee. Da muss ich mal zum Hoshi, glaube ich. So, zwei, also 12 Stück brauche ich davon. Hatte der Hoshi welche? Holzkohle? Gabe hatte, glaube ich, auch welche. Also irgendwo gab es auf jeden Fall Holzkohle, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Versuche ich es jetzt mal bei Gabe? Ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, der hatte das. Ja, finde ich noch raus, wenn ich gucke, ne? Hat das hier sein Laden? Ich glaube... Nee. Nee, das nicht. Aber ich guck mal. Vielleicht haben die das ja. So ein bisschen Holzkohle zum Grillen oder so. Ja, Lebensmittelladen, ne? bam, 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 bam. Butter. Trockenpflaumen. Feder. Alter Schwede, habt ihr viel hier. Regenschirm. Holzkohle, ja, doch, haben die doch. Ach, guck mal, das ist, glaube ich, neu, ne? Das kannst du jetzt so machen. 10, 100 oder max. Na, aber ich will ja nur 12. Das Zeug ist nicht teuer, ne? Was ist denn, wenn ich sag... Was ist denn, wenn ich sag... 100. Machen wir 100. Ja, komm. Brauche ich garantiert immer. Und tschüss. Geil, wir haben Holzkohle. Dann lass mal gleich zum Dings hier, zum Hoshi. Nee, nicht zum Hoshi. Zum Schmied, dann bestellen wir das. Und dann haben wir... Genau, Hartholzbalken habe ich ja. Und Weichholzbretter habe ich auch, habe ich ja gesehen. Die habe ich in meinen Kissen. Jetzt wackelt das Fahrrad so komisch. Warte, mach doch mal Licht an hier. So. Nee, habe ich... Licht geht nicht an. Mittlere Maustaste. Ach doch, man sieht das bloß nicht so. Okay. Ich habe jetzt erwartet, dass er schön gelb leuchtet da drin. Macht's nicht. Oh oh, der ist draußen. Wo ist er nicht? Ist er das? Ah, der macht doch nicht Feierabend, oder? Puh. Okay. Dann brauche ich... Jetzt habe ich gesagt 6, ne? Es waren 6. Wo bist du da? Jo. Ja, morgen. Alles klar. Wunderbar, dann haben wir das auch zusammen. Was auch neu ist, die Karte. Also wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt stehe, unten die Minikarte, ist sehr dicht an mir dran. Wenn ich jetzt schnell fahre, müsste die, genau, dann zoomt die weiter raus, sodass man eben eher sehen kann, wann muss ich rechts, links ab. Das haben sie jetzt auch mit neu in den Patch 6 mit reingepackt. Also ganz gute Sache. Was man wohl auch machen kann beim Kochen, man kann wohl gleich mehr Rezepte gleichzeitig, also kann sagen, okay, mach das 5-mal. So musste man dann mal einmal machen. Dauert dann aber natürlich die Zeit, die es dann für die jeweilige Menge braucht. Aber man kann halt eben weg. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Wie lange hätten die aufgehabt? Mal gucken. Bis 17 Uhr. Also eigentlich müsste es doch jetzt gehen. Ich denke mal, es hat was mit der Zeit zu tun gehabt, mit dem Verstellen. Also das müssten sie dann anpassen halt. Ne? Wenn ich sage, okay, ich möchte die Zeit schneller laufen lassen, muss der Laden natürlich auch dementsprechend dann aufhaben. Was kann ich für dich tun? Okay, ich möchte jemandem was verschicken. Und zwar der Melody. Ich möchte... Wie kriege ich dann Anhang rein? Oh, kann ich die Farbe machen. Aber wie kriege ich da... write something. Ich will was reinpacken. Return. Cancel. Gegenstände und Dienstleistung kaufen. Tschüss. Okay, es gibt ja nur das. Hm. Also, probieren wir es nochmal. Vielleicht kommt der Anhänger später. Oh, eine schöne Farbe hier. Oh, das war fancy. Ja, nehmen wir das. Kann ich den Spruch hier ändern? Nee, ist ja geil. Okay, write something hier. Nicht lang knacken. Kopf in Nacken.
Nacken schreibt man natürlich groß. Das ist jetzt bezogen auf die Flasche Wein, ne? Nicht lang schnacken, koppelnacken. Gut, Flasche Wein ächzen wäre schon ziemlich Hammer, aber okay, signed. Wird kein is Captain. Continue. Ah, jetzt, okay. Da die Buddel Wein hier, bitteschön. Das lass dir mal schön schmecken. Senden. Super, die Lieferung geht morgen raus. Okay, ja. Und damit ist die Quest auch schon abgeschlossen, ne? Hey, was kann ich für dich tun? Ja, das war schon du. Möchtest ein paar Chrysanthemen? Hast du Bock auf Chrysanthemen? Ach, herrlich. Mein Gott, haben wir jetzt viel Zeit. Aber das ist auch sehr gut. Wir fahren jetzt mal kurz zum Baum hier, zu dem Dingsbumsbaum. Was wir da schön spenden können. Da wurde auch irgendwas. Da wurden, glaube ich, die Sachen, die man braucht, angepasst. Also da wurden diverse Sachen angepasst, wie viel man für irgendwas braucht. Kann ich jetzt natürlich schlecht verifizieren, weil das weiß ich eh nicht. Aber da wurde anscheinend auch dran geschraubt. So, dann wollen wir mal gucken, was für Dinge ich brauchte. Es gab aber auch... Oh, das ist gefährlich, Herr Junge. Das kann auch nicht so richtig sein hier. Schön mit dem Fahrrad drauf. Jo, hallo, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht umarmen. So. Dann lass mal schauen, was ich so überwiegend brauche. Ja, einmal verbeugen, ganz wichtig. Hände falten. Und dann kann es auch schon losgehen. So, Sammeln von Ressourcen. Was braucht man da so für Sachen? Aluminium. Habe ich sowas? Ich habe Schrott, ne? Bambus, Shiitake-Pilze, Wakame-Algen. Also diverses Stuff. Eigentlich könnte ich mir alles mal mitnehmen. Und gucken, ob ich das hier reinpacken kann. Ja, Shiitake-Pilze? Weiß ich gar nicht, ob ich die habe. Was waren das für Pilze, die ich gesammelt habe? War das Shiitake am Baum? So, hier viel Kampflevel 2. Ja gut, wenn ich nicht kämpfe. Kochen, glaube ich, kann ich auch noch nichts machen. Da brauche ich aber Okayu. Okayu kann ich herstellen, ne? Muss mal gucken. Wildtiere. Kapuzinerkresse-Teeblätter. Nee. Seidenpflanze. Saat. Ja, ich müsste jetzt auch mal. Da müssen wir so mal gucken, was ich jetzt anbauen kann. Genau, das machen wir. Und habe ich ja gesagt, ich wollte ja weniger machen. Rundkornreis, was habe ich noch nicht? Zitrone habe ich noch nicht. Okay, also eigentlich so viel kann ich gar nicht machen. Ein bisschen hier vorne, ja. Sofern ich Aluminium habe. Bambus habe ich auf jeden Fall. Ja gut, Baum, Dings braucht weniger. Ein Stock, sowas hätte ich auch, das könnte ich machen. Weichholz. Also da könnte ich schon. Ja, da reicht der Level noch nicht. Da reicht, also bis hierhin könnte ich kommen. Gucci-Bär, ne, das habe ich noch nicht. Den Level habe ich noch nicht. Und da habe ich auch noch nicht. Also ich könnte. Ja, Bambus, Weichholz, Aluminiumstöcker, Shiitake-Pilze, Wakama-Algen. Das habe ich mir natürlich alles gemerkt. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich habe keinen Bock, was aufzuschreiben. Echt nicht. Ich schreibe mir auch nie einen Einkaufszettel, wenn ich einkaufen gehe. Weil ich mir denke, hör, das merkst du schon. Und was ist? Natürlich merke ich mir das nicht. Aber das will ich mir nicht eingestehen. So, mal gucken, ob wir hier. Es war so klar. Es war so klar. Komm, steh auf, Junge. Komm, steh auf. Ist gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Ja, geht schon wieder. So, dann schauen wir noch mal kurz bei Melody vorbei, weil ich würde mir eigentlich ganz gerne die Frisur neu machen lassen. Also ich mache jetzt irgendwas Verrücktes, echt. Weil das ist ja mega langweilig, was ich auf dem Kopf habe. Das geht gar nicht. Das muss ich nur noch wissen. Ne, hier rein war das nicht. Das war hier, glaube ich. Aber steht ja auch vorne dran. Was mit Waters? Higashi University Field Lab, jojo. Ne, ich glaube, das müsste doch. Ist das nicht hier? Ist das nicht hier Frisiersalon? Ja, Salon Kopfsalat. Ah, zu. Der Laden ist geschlossen. Ach so, heute ist auch Montag. Friseur, hallo. Das ist in Japan wahrscheinlich auch so. Ja, da latscht er lang. Bin mal gespannt, was sie zu meinem. Ich mag es ja mal. Die geht jetzt erstmal schön nach Hause und haut sich bestimmt erstmal schön den Wein in den Kopf. Wetten? Und dann genauso wie ich gesagt habe, nicht lang schnacken, koppeln lang, einmal ansetzen, leer. Okay. Ja, ich laber schon wieder Müll. Gut, was wollte ich noch? Ach ja, Sachen holen.
Genau, Hartholzbalken, Weichholzbretter, die müsste ich mal reinfüllen. In den Hühnerstall, dann hätten wir den Hühnerstall fertig. Ach, der Hund ist ja da. Der Hund müsste eigentlich da sein. Das ist ja super. Da muss ich gleich mal klingeln. Ich hätte mich auch zurück teleportieren lassen können, aber nee. Ich finde das so ein schönes Wetter heute. Dann können wir doch mal ein bisschen hier die Gegend genießen, oder? Ach, es ist herrlich. Wenn ich nur nicht selber treten müsste, dann wäre es noch viel herrlicher. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir unseren Hundi sehen. Neues Lied freigeschaltet. Aha. Das ist ja ein Ding. So, wo ist mein Hundi? Wo ist mein Hundi? Wo ist der Cupcake? Wo ist Cupcake? Wie Sie sehen? Sehen Sie nichts? Hey, Cupcake. Hallo. Kein Tier zugewiesen. Was? Wie kein Tier zugewiesen? Ich habe das Tier doch zugewiesen. Kommt der morgen erst vielleicht? Wir werden sehen. Ist er im Briefkasten? Ist der Hund im Briefkasten? Vielleicht. So, irgendwie neue Rezepte soll es wohl auch geben. Weiß nicht, ob man die schon gleich hat. Da stand da auch Crafting. Oh, hängender Tontopf. Na, das brauche ich auf jeden Fall. Schnur, Holzfass. Na gut, ich weiß das nicht, weil ich habe eh nicht viele. Guck mal, die könnte ich sogar selber machen. Die kann ich ja selber machen. Aber nur die Eisengewindeschrauben. Ach, guck mal, das kann ich irgendwann alles selber machen. Das sehe ich jetzt erst. Wie geil ist das denn? Und dazu brauche ich Crafting and Building Level. Na gut. Ich stelle Stöcker her. Kupferdraht. Also ich müsste wahrscheinlich mal irgendwelche Sachen. Weichholz, Hartholz. Warum kaufe ich das alles? Warum sagt mir das keiner? Ah, guck dir das an. Toll. Verschiedene Flüssigkeiten gerne fermentieren kann. Achso, warte mal. Ich wollte ja hier ran, an mein Lager. Den lass doch mal schauen, was wir alles haben. Also, ich brauche auf jeden Fall. Was ist das denn jetzt hier? Könnt ihr der Apfel? Ah, ja. So, Stöcker brauche ich. Steine glaube ich nicht. Hallo? Nein, geh doch bitte rein. Steine nehme ich mal mit. Ich brauchte Bambus. Ich brauchte. Ja, Stöcke habe ich ja schon. Aluminium, wenn möglich. Na, ist Metallschrott. Aber das kann ich bestimmt irgendwie daraus extrahieren. So, Weichholz, Hartholz. Pfefferminze. War da nicht irgendwas mit Minze? Ich nehme es mal mit. So, was haben wir so eine Hartholz? Na gut, die kann ich mal mitnehmen hier. So, was haben wir sonst noch so? Ich glaube sonst nichts. Ah, hier Aluminium, geil. Geil, geil, geil. Da kann man doch schon mal mit anfangen. Das ist doch richtig gut. So, dann hauen wir erstmal das in den Hühnerstall, was reinkommt. Morgen haben wir dann den Rest. Das ist perfekt. Nee, ist nicht dein Ernst. Mir fehlen zwei Hartholzbalken. Warum? Hä? Stimmt. Ja, jetzt kriege ich es ja nicht mehr. Och Gott. Ah, ja, gut, okay. Ach Mann, ey. Herrlich, herrlich. Ja, dann kriegen wir das morgen nicht fertig. Gut, dann hole ich mal das Fahrrad. Ich hatte, glaube ich, genau die Menge bestellt, die ich brauchte. Und dann habe ich irgendwas anderes hergestellt. Was war das nochmal? Da dachte ich mir, jo, nimmst du das erstmal dafür? Ich glaube, nee, für die Hütte nicht. Für irgendwas anderes auf einmal. Was ist mir dazwischen? Kam. Aber von der Länge her, der Tageslänge, finde ich es jetzt irgendwie ganz gut. Halbe Stunde? Ja, guck mal, das ist der Tag rum. Kommen wir zwar nicht wirklich schnell voran, aber ist ja egal. Wir haben es ja auch nicht eilig. Wir haben es ja nicht eilig. Ne? So, neue Musik. Fahre ich da jetzt komplett hoch? Nee, komm, das machen wir nicht. Das mache ich nicht. Ich meine, das ist ja hier ein altehrwürdiger Platz. Da muss man doch mal ein bisschen Respekt haben. Aber Treppe hochlaufen, das ist in Ordnung. Und hochspringen, mal gucken. Schaffe ich alle? Ja, sehr gut. So, da bin ich wieder. Möchte ein bisschen was spenden.
Ah, das mit den Balken ist ja echt nervig. Vor allem, ich könnte sie selber herstellen. Also ich muss echt mal Sachen craften. Einfach irgendwas, damit ich da vorankomme vom Level. Also, Sammeln von Ressourcen, das schauen wir doch erstmal. Was können wir denn alles machen? Das kann ich machen. Die Arbeit mit der Spitzhacke erfordert weniger Ausdauer. Sehr gut. Da geht's ja noch nicht. Bambus habe ich doch mitgenommen. Habe ich nicht mitgenommen. Shiitake. Ja, das habe ich nicht mitgenommen. Aber ich hab die nicht mit eingepackt wahrscheinlich. Also muss ja so sein. Ach Mann. Pass mal auf, jetzt kann ich wahrscheinlich fast gar nichts machen. so Herstellung und Bau. Oh, das ist die Architektur. Schalte mehr Baupläne bei Hoshis Holzverarbeitung frei. Das ist gut. Das nehme ich gerne an. Ja, das geht alles vom Level her nicht. Das geht vom Level her nicht. Essensherstellung brauche ich, glaube ich, gar nicht reingucken. Essens, ja, ich muss ja mal mehr Essen herstellen, wenn ich Level 2 kriege. Da brauche ich Okayu, das muss ich mal machen. Wildtiere, da könnte sein, dass ich was... Kapuzinerkresse fehlt. Nee, Seidenpflanze. Also irgendwann hatte ich gelesen mit... Minze, aber ich glaube, das war nur so... Wunschdenken. Rundkornreis, ja, habe ich alles nicht. Ah, gut, also viel haben wir jetzt doch wirklich gar nicht hier freischalten können. Ja, und hier brauche ich gar nichts gucken. Wie sieht das mal aus, wenn hier vorne was fehlt? Aber das glaube ich nicht, ne? Viehwirtschaft. Ja, gut, ich habe noch kein Vieh, also habe ich noch kein Viehwirtschaft-Level. Was ich, glaube ich, ganz gerne mal machen würde, ist, ich muss irgendwie craften, damit ich da weiterkomme. Das wäre mal ganz gut. Zwei Hartholzbalken wären gut. Vor allen Dingen wäre gut, da weiterzukommen, damit du die Sachen dann selber herstellen kannst. Ja, das ist schon, warte mal, was könnten wir alles herstellen? Ich lass mich einfach mal zurückbringen. Ja, kletter mal aufs Zelt. Das hält das auch aus. Ach, und zum Dingsladen wollte ich Saaten kaufen. Saaten müssen wir kaufen. Das muss ich morgen erledigen. Ja, hat schon noch schön gegossen. Dann werde ich mir mal einen schönen Platz aussuchen, wo die auch bleiben können, wo wir es vernünftig anordnen können. Und dann auch nicht so viele Sachen. Ich würde sagen, Viererfeld von jeder Saat irgendwie so. Dann ist das erstmal okay. So, Crafting. Was brauche ich für Glas eigentlich? Sand. Ja, klar. Ja, guck mal, die könnte ich einfach mal machen. Ich habe noch nie was gecraftet. Ja, ich habe eine Eisengewindeschraube hergestellt. Da kann ich doch gleich mal ein paar mehr machen. Mach mal 9. Macht er die eigentlich alle auf einmal? Ich hoffe ja nicht, dass der das 9-mal jetzt macht. Ja. So, Level up? Nee. Ein Holzfass. Ach, da brauche ich Eisenbewährungsstab. Mit dem kann ich gerade nicht. Ein Seil. Da brauche ich Schnur. Und Schnur. Was ist hier denn? Hallo. Kann das mal weg hier irgendwie? Das nervt so ein bisschen. Kleiner Hühnerstall. Hier ist noch was. Ja, Pressspan. Machen wir ein bisschen Pressspan hier. Okay, Hartholzrechner nicht. Schön Pressspan. Ich weiß zwar nicht, wofür ich ihn brauche. Aber Hauptsache, ich habe ihn gemacht. Sperrholz. Sperrholz brauchst du auch immer. Na gut, da ist Ende. Paff. Hartholzbalken wäre gut. Ja, kleiner Weichholzbalken. Ja, mach doch mal hier. Schön. 10 Stück. Ob ich im Level erst höher komme, wenn ich aufhöre hier mit dem ganzen Kram? Oh, da fehlt ja richtig viel. Ah, hier. Ah! Schnur. Und dann kriegen wir... Schnur. Und dann kriegen wir Seile. Genau. Das müsste ich mal machen. Kann ich den machen? Nö, leider nicht. Ich habe kein Lehm. Im Moment kann ich gar nichts mehr machen. Vogel, kleine Tränke. Für Vögel und Kaninchen. Ja, das brauche ich dann für meine Hühner, ne? Kleine Tränke und Vogelfutterstelle. Hartplastikpellet. Wo sind die Dinger? Hartplastikpellet. Oder sind Hartplastikpellets einfach fertig? Das Pressspawn. Aber beim Crafting hat es mich irgendwie nicht nach vorne gebracht. Wo kann ich eigentlich meine Skills sehen? Ganz bestimmt, ne? Mache ich das bei Squirrel? Fotos, Handy-Einstellungen, Ressourcen. Land Daddy, Companion, Koi Beats, Kampfplaner. Irgendwo sehe ich es doch bestimmt, ne? Hier nicht, das sind die Freunde. Das ist auch nur die Leute, die mit denen noch gar keinen Kontakt hatte. Das ist ja komisch. Irgendwo kann ich doch bestimmt sehen, wie ich drauf bin. Oder sehe ich das hier irgendwo? Nein, da sehe ich es nicht. Oder kann man das hier irgendwie? Ich weiß es nicht. Irgendwo werde ich es wohl sehen können.
Ich weiß aber gerade nicht, wo. Optionen? Aufnehmen, ablegen? Nee. Nee, kriege ich jetzt gerade nicht raus. Irgendwo kriegt man es auf jeden Fall raus. Und ich kriege es garantiert irgendwann raus. Ja, wir brauchen halt eben noch zwei Hartholzbalken. Die muss ich erstmal holen. Morgen machen. Und die Stahlgitter sind dann fertig. Und warum habe ich jetzt nichts fürs Craften bekommen? War das einfach noch zu wenig? Ist in der Carport noch was drin? Oh Gott. Da ist ja noch richtig was drin. Ich drehe durch. Da habe ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen drin. Hier, schön Salz und Amethysten und ja, die ganzen Saaten. Saaten ist auch ein gutes Stichwort. Da muss ich mich auch drum kümmern. Und dann suchen wir uns ein schönes Fleckchen Erde aus, wo das dann auch mal bleiben kann. Muss ich mal gucken, wo ich es hinpacke. Werden wir schon schön Platz finden. Ja, genau. Aber erst nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.